ein Samsung, ein iPhone habe ich gefunden, zwei alte Handys, sogar noch das von der Großmutter, mit dem Notfachknopf. Und ich bin überzeugt, dass auch du irgendwo zuhause ein paar von diesen Dingen rumliegen hast, die du eh nicht mehr brauchst. Also bevor sie in einer Schublade verstauben, pack dir die Geräte und bring sie in den nächsten Swisscom-Shop. Dort kannst du sie spenden, unabhängig davon, in welchem Zustand das sie sind und wie alt das sie sind. Und der Betrag, der daraus entsteht, tut Swisscom verdoppeln und für die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine spenden. Also, Zeit drängt, der Ball liegt bei dir. Mach etwas draus, wir zählen auf dich.